Grüß Gott zusammen. Mein Part heute sozusagen, ein Teil der Infowar Neues von der Ignite-Serie, wenn man so möchte, die Microsoft Teams Edition. Ich springe einmal direkt zur nächsten Folie. Ja, mein Name ist Christian Pilz. Ich bin seit ja, bald 20 Jahren bei der Infowar beschäftigt und bin erst in erster Linie im Kommunikationsumfeld tätig, Skype for Business Teams und ähnliches, und darf Sie heute durch die Neuigkeiten zu Microsoft Teams von der Ignite 2019 führen. Ich selbst war leider nicht vor Ort, das heißt, ich durfte mir auch die Webcasts respektive Livestreams und ähnliches von zu Hause beziehungsweise aus dem Büro genießen und habe dementsprechend auch keine erster Hand Informationen in dem Sinn aus der Ignite, außer aus dem Gespräch mit den Kollegen, die natürlich vor Ort waren. Von daher versuche ich hier Ihnen einen groben Überblick zu geben, was sich im Teams-Umfeld während der Ignite so getan hat. Die Präsentation an sich ist in vier Überpunkte sozusagen gegliedert. Zum einen in die Microsoft Teams-Plattform und neue Funktionen. Der zweite große Block dann die Sicherheit und Managebarkeit innerhalb von Teams, was sich hier verändert bzw. verbessert hat. Der dritte Block, alles was die Teams-Telefonie betrifft. Und als letzter Block das vielleicht Interessanteste, was sich hinsichtlich der Microsoft Teams-Meetings während der Ignite so getan hat. So, dann würde ich auch direkt mit dem ersten Block starten. Eins vorweg, ich habe keinerlei Demonstration oder ähnliches. Es gibt tatsächlich nur den Foliensatz. Ist auch in gewisser Weise der schieren Anzahl der neuen Funktionen und Punkte, die sich in Teams verändern, geschuldet. Es würde wahrscheinlich die Stunde sprengen, auch die einzelnen Funktionen in dem Sinn nochmal explizit zu präsentieren. Können wir aber gerne im Nachgang in einem separaten Termin abmachen, wenn das nötig ist. Genau, starten wir durch mit der Teams-Plattform und den neuen Funktionen, auf die wir uns entsprechend als Benutzer freuen dürfen. Punkt 1 auf der Liste, private Channels, ist ein sehr hoch nachgefragtes Feature, was eigentlich seit der ja, Veröffentlichung von Microsoft Teams nachgefragt wurde. Wird jetzt nach und nach auf die komplette Office 365-Infrastruktur weltweit ausgerollt. Gibt uns technisch die Möglichkeit, innerhalb eines bestehenden Teams einen abgetrennten Bereich zu schaffen, der auch nur von Teilen der Mitglieder eines Teams erreicht werden kann und in dem Sinn dort nochmal eine anders sichere Kommunikation durchgeführt werden kann. Technische Einsatzzwecke werden beispielsweise Teams, die auch mit Externen befüllt sind und es doch Themen gibt, die eben nicht auch von Externen gesehen werden sollen, wäre dann technische Möglichkeit, das Ganze in einem privaten Channel abzuhalten und dementsprechend hier nochmal ein gewisses Hindernis bzw. eine Barriere zwischen die Kommunikation zu setzen. Der nächste Punkt, der auf meiner Liste ist, ist auch ein sehr stark nachgefragtes Thema innerhalb von Microsoft Teams, einfach aufgrund der Client-Architektur. Bislang war es nicht möglich, aus dem Teams-Fenster sozusagen auszubrechen und beispielsweise Chats in ein eigenes Fenster auszupacken. Poppen, wenn man möchte. Das ist auch ein Feature, was jetzt neu kommen wird, im ersten Schritt für die Chat-Kommunikation. Was bedeutet, dass es dann auch denkbar ist, mehrere Chat-Fenster parallel geöffnet zu haben und auch ja, nicht mehr zwischen den einzelnen Personen hin und her springen zu müssen. In Zukunft ist auch geplant, das Meeting-Erlebnis entsprechend dahingehend zu beeinflussen, dass ein Meeting, an dem man momentan teilnimmt, auch ausgepoppt und beispielsweise auf den zweiten Monitor verschoben werden kann, um ja, gleichzeitig in Teams noch was nachschauen oder arbeiten zu können und auf dem zweiten Monitor an einem Online-Meeting teilzunehmen. Der nächste Punkt, den wir in den Neuigkeiten zur Plattform haben, ist leichte Veränderungen an der Teams-Oberfläche. Wie Sie vielleicht jetzt schon wissen, wenn Sie Teams benutzen, haben Sie immer die Möglichkeit, beispielsweise Ihre bevorzugten Chat-Kontakte oder Ihre häufigsten Chat-Kontakte mehr oder weniger ganz nach oben in die Liste anzuheften oder zu pinnen, wie Microsoft es im Teams-Client nennt. Das Gleiche wird auch für
einzelne Channels bzw. Ja, Channels unterhalb von Teams möglich sein. Wie man hier in dem Screenshot sehen kann, habe ich mir, also das ist ein Screenshot aus meiner Umgebung sozusagen, einzelne Kanäle, die mich interessieren oder wo ich weiß, dass ich öfter drin nachschauen muss, entsprechend oben an die Liste angeheftet, um einfach hier schneller agieren zu können. Auch hier viele kleine Veränderungen in der Oberfläche, die aber doch das Benutzererlebnis positiv beeinflussen, nach meinem Verständnis. Der nächste Punkt, das Thema Informationsverteilung, wenn man so möchte. Bislang war es nicht möglich, eine Information, die in einem Channel zur Verfügung gestellt wurde, gleichzeitig auch in weiteren Channels, wo die Person Mitglied ist, zu posten. Die Lösung bisher war mehr oder weniger, den gleichen Artikel nochmal in den entsprechenden Kanal einzustellen. Das hat Microsoft hier verbessert, indem man, sobald man in der Teams Nachrichtenoberfläche den Editieren-Knopf klickt, wo es bislang möglich war, sozusagen zu wechseln zwischen einem Announcement oder einem normalen Post und auch den Text nochmal zu formatieren, wird es einen neuen Knopf geben, um bestehende Nachricht eben in mehreren Channels gleichzeitig zu posten und über den Weg nochmal eine Erleichterung oder eine Vereinfachung des Produkts zu erreichen. Auch ein sehr großes Thema ist die Integration in Outlook, wurde auch in den Keynotes entsprechend mit erwähnt. Bislang war die Kommunikation oder die Integration zwischen dem Programm Outlook und Teams eher rudimentär. Also es war technisch möglich, E-Mails in eine Teams-Konversation zu schicken, aber es gab in dem Sinn keinen Weg zurück. Das will Microsoft im ersten Quartal bzw. ersten Halbjahr 2020 mit einer neuen Integration, dem Problem will Microsoft mit einer neuen Integration begegnen, ähnlich wie es jetzt mit OneNote schon passiert. Das heißt, es wird aller Wahrscheinlichkeit nach ein Send to Teams-Knopf im Outlook geben, um eine Konversation, die eigentlich aus der E-Mail-Ecke sozusagen stammt, auch in Teams fortführen zu können. Und auch der Weg von Teams zurück nach Outlook wird entsprechend über bestimmte Buttons innerhalb der Teams-Anwendung möglich gemacht, um hier auch in beide Richtungen sozusagen kommunizieren zu können. Mein nächster Punkt ist eine weitere Integration, die auf der Client-Ebene stattfindet. Die Integration der Tasks bzw. im Deutschen Aufgaben aus Office 365 in die Teams-Applikation. Wir sehen hier in dem Screenshot, der ist aus einem Slide-Deck von der Ignite sozusagen geklaut. Wenn Sie jetzt schon mit dem Programm Microsoft To-Do arbeiten, genießen Sie diese Integration der Aufgaben aus unterschiedlichen Quellen jetzt schon. In dem Programm können Sie beispielsweise die Aufgaben aus Planner, aus Outlook und aus diversen anderen Quellen zusammenführen. Und diese Integration wird mehr oder weniger auch als Applikation in Teams zur Verfügung gestellt. Und wie wir hier auch sehen, in der linken Spalte des Screenshots tauchen teilweise etwas andere Icons auf. Da kommen wir nachher noch dazu. Auch hier wird sich die Oberfläche wird veränderbar sein sozusagen. Also es wird Möglichkeiten geben, eigene Programme oder persönliche Apps hier in der linken Leiste anzupinnen, beziehungsweise auch die Reihenfolge zu ändern, um das nach dem Gusto des Users sozusagen designen zu können, wie man das Ganze möchte. Dann Teams loves Linux sozusagen, auch ein sehr intensiv nachgefragtes Feature, vor allem aus dem universitären Umfeld und auch von diversen Teilnehmern in der Teams Preview. Technisch ist es so, dass Sie heute schon mit dem Browser Google Chrome auch auf Linux-Basis an Teams Meetings ziemlich vollumfänglich teilnehmen können. Microsoft verfolgt hier zum einen den Weg natürlich über den Browser, die Interoperabilität mit allen Plattformen zu gewährleisten. Linux an sich, beziehungsweise ich vermute nicht alle Distributionen, aber die
üblichen Verdächtigen werden sozusagen einen nativen Teams für Linux-Client bekommen, um hier auch vollumfänglich auf der Linux-Plattform mit Teams kommunizieren und interagieren zu können. Der letzte Punkt auf der ersten Folie mit den Features ist eine neue Integration von, keine neue Integration, aber es wird ähnlich wie die App für die Aufgaben eine neue App für das Programm Yammer geben. Und auch hier verfolgt Microsoft das Ziel, die Produkte noch enger zu verzahnen. Microsoft Visio wird auch in Form von der Web-Applikation demnächst eine Integration in Teams finden, um hier ja auch Zeichnungen oder sehr spezielle Anforderungen in dem Sinn über innerhalb der Teams-Applikation mit Visio durchführen zu können. Dann der nächste Punkt geht eher sozusagen auf die Plattform ein, nicht so direkt auf die Funktionen. Microsoft ist im Hintergrund immer bestrebt, sozusagen für spezielle Industriezweige Anwendungen anzubieten, beziehungsweise hier auch Integrationen zu schaffen. Vor allem im Healthcare-Bereich im amerikanischen Umfeld ist Microsoft hier sehr aktiv. Es gab auch während der diversen Keynotes eine Demonstration dieser Integration mit einem Krankenhaus aus, ich weiß den Ort jetzt nicht mehr, das St. Luke's Hospital, wo die ersten zwei Punkte, die auf meiner Liste hier stehen, im Speziellen sozusagen ihren Einsatzzweck finden. Punkt 1, Virtual Consults, also eine Möglichkeit beispielsweise als Patient einen Termin mit einem Arzt zu vereinbaren und mit Hilfe von den Teams-Meeting-Funktionen hier auf sehr einfachen Wege in dem Sinn eine Kommunikation herzustellen und sich entsprechend auszutauschen. Hier ist nicht der Healthcare-Bereich der einzige Einsatzzweck sozusagen. Es kann im Wesentlichen über diese Möglichkeit auch Termine mit anderen Behörden ist jetzt etwas zu hoch gegriffen, aber die Kommunikation vom Business zum Consumer kann über den Weg sehr angenehm abgedeckt werden. Ein weiterer Punkt, der in der Demonstration auch zu tragen kam, ist die Patientenkoordination. Teams bietet über eine spezielle API auch Möglichkeiten im gesundheitlichen Umfeld, die sogenannte Healthcare Records hier mit einzubinden und über den Weg den Ärzten bzw. Schwestern Möglichkeiten zu geben, ja hier zusammenzuarbeiten und in der gleichen Applikation sozusagen auch über eine Verbindung auf Patientendaten zuzugreifen. Der nächste große Punkt oder der nächste Punkt auf der Liste, es wird Updates geben aus Sicht von Microsoft, was die Applikationen in Teams betrifft. Hier wird Microsoft auch eine Art Zertifizierungsprogramm sozusagen einführen, um entsprechend die Anbieter dieser, ähnlich wie ein App Store, um solche Applikationen, die in Teams veröffentlicht werden, entsprechend nochmal zu prüfen. Und jeder Publisher einer Applikation muss selbst bestätigen oder ist im Englischen ein Publisher Self-Attestation erfüllen sozusagen. Und im zweiten Schritt wird Microsoft dann ein Zertifizierungsprogramm für entsprechende Applikationen auflegen, so dass wir ähnlich wie in einem App Store beispielsweise hier auch neue Sicherheitsfeatures beziehungsweise eine aktive Überprüfung von Microsoft haben, um auch selbstgeschriebene Apps in dem Sinn in dem App Store veröffentlichen zu können. Der nächste Punkt, den ich hier auf meiner Liste noch habe, ist eine Integration der Power Apps, ähnlich zu sehen, wie was wir auf dem Slide vorher gesehen haben mit den Aufgaben respektive mit der Yammer-Applikation. Es wird in Zukunft Möglichkeiten geben, selbstgeschriebene Power Apps sozusagen direkt auch als Anwendung in Teams entsprechend mit einzubinden und im Vorfeld auch diese Applikationen direkt innerhalb des Teams App Stores sozusagen zu veröffentlichen, sei es dann nur für Nutzung innerhalb der Firma oder auch in den öffentlichen App Store sozusagen. Dementsprechend wird es dann auch möglich sein, Power Apps an die linke Leiste entsprechend anzupinnen.
Nächster Punkt ist ein neuer Name sozusagen. Also viele von Ihnen werden Microsoft Flow als Applikation jetzt auch schon kennen. Da ändert sich der Name. Es heißt ab sofort Power Automate. Ich habe auch gesehen, die mobilen Applikationen haben die Namensänderung schon übernommen. Geht etwas schwerer von der Zunge, aber der Sinn und Zweck oder der Einsatzzweck ist nach wie vor derselbe. Einfache Workflows bzw. Automatisierungsaufgaben abzugeben und in dem Sinn nicht mehr davon belangt werden zu müssen. Hier wird die Integration auch noch enger werden, als sie schon ist. Und es werden auch neue Trigger bzw. Teams-spezifische Aktionen in Power Automate mit aufgenommen, um das Ganze noch intensiver nutzen zu können. Des Weiteren werden Power BI Interactive Cards mehr Einzug in Teams finden, um einfach schnell und unkompliziert Statistiken bzw. Daten visualisieren zu können, der eigentliche Einsatzzweck des Produkts Power BI. Eine weitere Ankündigung, die ich persönlich sehr interessant finde, ist ein neues Produkt, wenn man so möchte, Power Virtual Agent, gibt dem Anwender die Möglichkeit, mithilfe von einer, ähnlich wie Microsoft Flow oder die Microsoft Power Apps, ohne Development- und Code-Kenntnisse die Möglichkeit, beispielsweise eigene Bots zu bauen, die bestimmte Aufgaben erfüllen. Microsoft ist hier auch so offen, dass diese Bots, die hier entwickelt werden von einer einzelnen Person, nicht nur in Teams oder in der Microsoft-Infrastruktur sozusagen verfügbar sind, sondern es gibt auch direkt in der Anlage die Möglichkeit, das für andere Zwecke freizugeben, sei es eine E-Mail-Kommunikation zum Einbinden in eine Webseite und Ähnliches. Also hier ist Microsoft auf einem, finde ich, einen sehr netten Weg, das Ganze nochmal zu vereinfachen. Und das, wer sich schon mal mit Power Apps an sich auseinandergesetzt hat, es ist eine gewisse Lernkurve dabei, aber kein Vergleich, Programm selbst zu schreiben und den Code auch wirklich selbst zu schreiben. Das war dann mein erster Block sozusagen mit den Plattform-Updates. Der zweite Block, mit dem wir jetzt anschließen, ist die Security bzw. die Verwaltung der Teams-Applikation und Änderungen in diesem Umfeld. Der erste Block hier betrifft vor allem das Thema First-Line-Worker, also Mitarbeiter, die nicht zwingend den ganzen Tag vor ihrem PC sitzen, sondern unter Umständen die Teams-Applikation mit einem privaten Mobilgerät nutzen, nur während sie in der Arbeit sind. Hier gibt es Erneuerungen bzw. Erweiterungen hinsichtlich der Anmeldemöglichkeiten. Also es wird jetzt neu dazukommen, die Möglichkeit, sich per SMS anzumelden mit einer Rufnummer, die entsprechend hinterlegt ist. Speziell für diese First-Line-Worker ein Hinweis bzw. eine Warnung, wenn außerhalb der Schichtzeiten sozusagen zugegriffen wird, die Möglichkeit, global diese Anwender abzumelden. Also hier steckt Microsoft relativ viel Aufwand rein, um nicht nur die Büroarbeitsplätze sozusagen über die Teams-Applikation abzuholen, sondern auch Nicht-PC-Arbeitsplätze, wenn man so möchte, hier mit in die Kommunikation und in das Thema entsprechend mit einzubinden. In dem Zusammenhang wird auch die Graph API immer wieder erweitert und um neue APIs bzw. neue Funktionen ergänzt. Aus der Sicherheitsecke ist eine neue Funktion, die in Teams mit aufkommt, das Thema Safe Links, was wir jetzt schon aus der normalen Office 365-Welt kennen. Das heißt, dass Links, die gepostet werden, entsprechend nochmal über einen Microsoft-Service auf eventuelle Angriffe bzw. auf Phishing oder Ähnliches überprüft werden und im Zweifelsfall auch der Zugriff auf die URL entsprechend verwehrt wird. Hinsichtlich Security und Compliance gibt es noch Erweiterungen im Audit Log Search bzw. in Retention Policies und in den E-Discovery-Themen. Bisher gab es da gewisse Einschränkungen, dass Bilder oder GIFs in E-Discovery nicht sauber sozusagen dargestellt wurden. Auch hier arbeitet Microsoft daran, beispielsweise eine Chat-Kommunikation dann, so wie sie auch stattgefunden hat, über E-Discovery wieder verfügbar zu machen. Da waren hier bis zuletzt sozusagen noch Lücken.
Eine weitere neue Funktion, die angekündigt wurde, sind die sogenannten Information Barriers. Im Endeffekt eine Möglichkeit einer sogenannten Ethical Wall, um bestimmte Abteilungen oder bestimmte Personen daran zu hindern, miteinander zu kommunizieren. Ist in erster Linie eine Anforderung aus dem Finanzbereich sozusagen, dass beispielsweise die Händler an den Börsen nicht zwingend direkt mit den Privatkunden Beratern sprechen dürfen oder solche Einsatzzwecke. In Produktionsunternehmen, dass beispielsweise die Sales nicht zwingend direkt mit der Produktentwicklung sprechen darf oder sprechen soll oder dafür bestimmte Wege eingehalten werden müssen. Also hier wird Microsoft im Hintergrund weiter natürlich entsprechend daran arbeiten, die Sicherheit und Verfügbarkeit von Teams dementsprechend zu erweitern. Was die Verwaltung von Teams angeht, gibt es diverse Ergänzungen sozusagen, die neu dazugekommen sind. Der erste Punkt auf der Folie, Advisor for Teams. Es gibt bislang in Ihrem Teams-Admin-Portal schon die Möglichkeit, den sogenannten Network-Planner zu nutzen, um Ihre Netzwerkinfrastruktur zu analysieren, beziehungsweise in dem Zusammenhang auch die Netzwerkverbindungen zum Internet und zwischen den Standorten zu messen und hier ein Sizing sozusagen vorzunehmen. Und genau unter diesem Oberpunkt wird in naher Zukunft eine zweite Funktionalität zur Verfügung stehen, die Ihnen ein Deployment-Team sozusagen anlegt und Sie können dann bestimmen, welche Workloads Sie in dem Deployment-Team sozusagen sich anschauen möchten. Momentan gibt es davon zwei. Das eine ist Chat und die 1:1-Funktionalitäten und der zweite Punkt, den es noch gibt, ist Meetings. Und was im Hintergrund passiert, ist im Wesentlichen eine automatische Teamerstellung mit automatisierten Planner und einer Microsoft Forms-Applikation. In dem Planner füllt Microsoft auch sozusagen schon einzelne Buckets und Tasks ein mit Untergruppierungen, die dem ja von Microsoft mehr oder weniger vorgegebenen Weg der Teams-Einführung mehr oder weniger übereinstimmen. Sie haben dann die Möglichkeit, diese Tasks, so wie sie sind, zu übernehmen oder auch durch eigene Zwischenschritte Veränderungen anzupassen und bekommen in dem Sinne ein sehr schnelles und einfaches Tool an die Hand, um die Einführung von Teams, um mehr oder weniger einfach nichts zu vergessen. Es hilft auch uns als Beratern in Anführungszeichen mit der schieren Fülle der Funktionen und Punkten, die wir in dem Sinn beachten müssen, hier nicht den Überblick zu verlieren. Microsoft Teams wird demnächst in den Office 365 Pro Plus Channel sozusagen integriert. Das heißt, die Applikation wird dann automatisch mit der Office-Installation mit ausgerollt und es sollte keine separate Installation mehr nötig sein. Genauso wird also die Teams-Applikation an sich kann ein eigenes Update sozusagen fahren, wird aber im Zweifelsfall dann auch über ein Office-Update mit aktualisiert, sofern das Programm nicht up-to-date ist. Ein neuer Punkt, der momentan nur bedingt verfügbar ist, sind das Thema Policy Packages. Bedeutet, dass wir Möglichkeiten haben, bestimmte Richtlinien zusammenzufassen, meinetwegen eine Meeting-Policy, eine Messaging-Policy, alles, was wir in Teams zur Verfügung haben und hier ein Paket zu schnüren, um einem Benutzer nur noch das Paket zuweisen zu müssen, anstatt der 5 oder wie viel auch immer einzelnen Richtlinien, die der Benutzer haben soll. Also hier wird versucht, Microsoft die Administration von Teams zu vereinfachen. Die ursprüngliche Anforderung kam aus dem Education-Umfeld, wird aber jetzt nach und nach auch auf die normalen Tenants sozusagen ausgeweitet und Microsoft schafft auch die Möglichkeiten, hier eigene Pakete zu schnüren, wenn man so möchte, was bislang noch nicht möglich ist. Die Zuweisung von Richtlinien ist momentan ein manuelles Geschäft. Das heißt, technisch muss man jedem Benutzer eine
Richtlinie entweder über einen PowerShell-Befehl oder die grafische Oberfläche zuweisen. Hier wird Microsoft auch Änderungen vornehmen, dass Richtlinien auch auf Basis von Gruppenmitgliedschaften erzwungen werden können, was auch ein sehr nachgefragtes Feature entsprechend ist. Die Konfiguration der Microsoft Phone System Rufnummern und der, ja, auch die Anforderung der Rufnummern, was bisher noch in dem alten Portal verfügbar war, wird nach und nach seinen Weg in die neue Welt, in das Teams Admin Center finden. Und ein Punkt, der aus meiner Sicht überfällig war sozusagen, die Microsoft Teams Room Administration wird ähnlich wie die Telefonie oder Gerätekonfiguration der Telefonapparate auch ihren Weg in das Admin-Portal finden. Und in dem Zusammenhang wird es dann auch Möglichkeiten geben, entsprechend die Meetingräume zu verwalten und hier auch ein, ja, zum einen Management drüber zu haben und auch Checks, ob die Geräte auch wirklich so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. In dem Zusammenhang hat Microsoft auch einen neuen Service angekündigt, die sogenannten Managed Meeting Rooms. Das ist ein Service von Microsoft, der diese Meetingräume proaktiv updatet und entsprechend über Azure-Automatisierungsthemen, KI-Integration und alles, was sozusagen der Azure-Bauchladen hergibt, entsprechend die Räume auch mit überwacht. Und hier hat der Kunde dann die Möglichkeit, diesen Service im Zweifelsfall auch von Microsoft oder von dem Partner einzukaufen und somit die, ja, das Meeting oder das Management der Räume auch ja, von der eigenen Belegschaft in dem Sinn wegzuhalten und das Ganze auch auszulagern. Aber aus meiner Sicht der wirklich sehr nötige bzw. relevante Punkt ist die Teams Rooms Administration in der grafischen Oberfläche, was bisher technisch in der Form nicht möglich war. Dann ist mein zweiter Agendapunkt sozusagen abgeschlossen. Geht es weiter mit der Telefonie-Integration bzw. den Telefonie-Features, die wir jetzt in Microsoft Teams neu sehen werden, beziehungsweise zum Teil waren die Funktionen schon über längere Zeit angekündigt, nähern sich aber jetzt ihrer finalen Konfiguration beziehungsweise dem finalen Deployment. Ein großes Thema, vor allem aus den USA, ist das Thema Dynamic Emergency Calling, also dass im Endeffekt anhand von der Ortsinformation die richtige Notrufzentrale in dem Sinn aktiviert wird, ist in Europa in der Form kein so großes Thema, aber Microsoft hat in dem Zusammenhang dieses Dynamic Emergency Calling für die Calling Plans in Amerika schon freigegeben. Das heißt, jeder, der bei Microsoft die Rufnummer hat, kann diesen Service sozusagen nutzen. Für Direct Routing ist das Ganze noch in der Mache sozusagen, aber es wird auch für Kunden, die Microsoft Teams mit Direct Routing einsetzen, die Möglichkeit geben, sozusagen anhand von Netzwerksegmenten bestimmte Notrufszenarien abbilden zu können. Es ist im Direct Routing Umfeld immer noch ein gewisser manueller Aufwand, was in Amerika so nicht der Fall ist, aber die technischen Möglichkeiten werden im Moment geschaffen. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, der bislang nicht sauber funktioniert hat, ist Reverse Number Lookup, eine Funktion, die es in Skype for Business beispielsweise schon immer gegeben hat, aber Teams noch nicht so ausführlich damit umgehen konnte, ist zweigleisig sozusagen. Zum einen wird die bei einem eingehenden Anruf die ankommende Rufnummer entsprechend gegen die Konten des Azure Active Directory überprüft. Sofern die Rufnummer in einem Attribut auftaucht, wird der Benutzername in dem Sinn auch bei dem Teams-Client mit angezeigt. Eine zweite Variante, die Microsoft hier unterstützt, ist der Display-Name direkt aus dem SIP-Trunk sozusagen. Also wenn der Telefonieanbieter den Anzeigenamen mitliefern sollte, haben wir auch die Möglichkeit, diesen Anzeigenamen direkt aus der Telefonleitung, sofern er nicht rückwärts aufgelöst werden kann, entsprechend mit anzuzeigen. Ein weiterer Punkt, die
Music on Hold ist ein Thema, was Teams bisher nicht konnte. Ja, auch hier, es wird demnächst Music on Hold für die Telefonie-Benutzer entsprechend geben. Und dementsprechend ja, haben wir dann auch die Möglichkeit, hier momentan noch die von Skype for Business bekannte Wartemusik einzuspielen. Es gibt Stand heute noch keine Möglichkeiten, hier eigene Audiodateien oder Ähnliches hochzuladen. Im Zusammenhang mit dem Thema Delegation bzw. Chefsekretärin-Funktionalität ist auch eine neue Funktion direkt am Start. Wir haben jetzt dann die Möglichkeit, den Delegates, also den Sekretärinnen oder Assistenten, die Möglichkeit zu geben, die Rufweiterleitungseinstellung des Admins in dem Sinn zu beeinflussen, was bedeuten würde, dass beispielsweise der Assistent vom Vormittag die Rufnummer, wenn er den mittags eine andere Rolle übernimmt, auf die Nachmittagsassistentin selbstständig umstellen kann, ohne dass der eigentliche Chef in dem Sinn den Teams-Client bedienen muss und eventuell hier selbst Änderungen vornehmen muss. Für die Auto-Attendant und Call-Queues, also die einfachen Contact-Center-Funktionalitäten von Microsoft in Office 365, gibt es Erweiterungen. Es wird Funktionen geben, eine Voicemail-Box sozusagen auch innerhalb dieser Services zu nutzen. Call Analytics ist ein Thema, was bislang noch nicht hundertprozentig verfügbar war, wird auch auf die Auto-Attendant und Call-Queues entsprechend ausgeweitet. Es gibt einen neuen Routing-Mechanismus, Longest Idle, was Skype schon immer kannte. Teams lernt diese Funktionalität sozusagen momentan, um ja die Möglichkeit zu haben, eingehende Rufe dem Benutzer zuzustellen, der in der Gruppe drin ist, aber am längsten sozusagen keinen eingehenden Ruf bekommen hat. Funktionen, die wir jetzt schon haben in dem Umfeld, sind die Möglichkeit, auch über Direct Routing diese Automaten in der Cloud zu benutzen. Wir haben Möglichkeiten, diesen Auto-Attendant und Call-Queues auch mehrere Nummern zuzuweisen. Und Stand heute waren die Möglichkeit eines seriellen Routings bzw. Round-Robin, also bunt gemischt, wer den Anruf kriegt, der hat ihn dann eben, waren bislang verfügbar. Und das wird eben durch die neuen Funktionen entsprechend ergänzt. Das Call-Quality-Dashboard, also die Möglichkeit, Daten in einer eigenständigen Oberfläche sozusagen nochmal auszulesen beziehungsweise auch in gewisser Weise Trends abzulesen, wird entsprechend erweitert. Es ist mit der neuesten Version Call Quality Dashboard Version 3 nach maximal 30 Minuten, so die momentane Aussage von Microsoft, sollen die Qualitätsdaten auch in dieser Datenbank verfügbar sein. Es gibt Erweiterungen und neue Reports und unter anderem auch die Möglichkeit, in den ersten 30 Tagen, nachdem ein Anruf oder eine Konferenz stattgefunden hat, auf die Detailinformationen der Konferenz zuzugreifen. Das war eine Funktionalität, die bislang nur über Call Analytics sozusagen greifbar war. Und über diesen Weg entsprechend auch bis auf Konferenz oder auf Anrufebene runter die Qualitätsdaten in dem Call Quality Dashboard zu begutachten. Die persönlich identifizierbaren Informationen werden dann nach 30 Tagen entsprechend aus der Datenbank gelöscht und nach diesem Zeitraum ist sozusagen nur noch die Ablesung eines Trends in dem Sinn möglich, aber kein Runterbrechen mehr auf einzelne Anrufe und auf eventuell identifizierbare Dateien, um hier auch datenschutzrechtlich nicht in irgendwelche Fallen zu laufen. Hier noch eine grobe Übersicht, die habe ich auch von der Ignite-Folie sozusagen geklaut, was im letzten Jahr im Telefonieumfeld von Microsoft geliefert wurde, was in den letzten Monaten geliefert wurde und wo die Reise in Zukunft noch hingeht. Nur als grober Anhaltspunkt, dass auch hier die Entwicklung lange nicht vorbei ist und wir, ja, wie im Cloud-Speed üblich, eigentlich nicht im Wochenrhythmus, aber doch im 6-8-Wochen-Rhythmus mit neuen Funktionen weiterhin rechnen können.
Hinsichtlich der weiteren oder der Technologie im Hintergrund gibt es von Microsoft diverse Updates zum Thema Media Processor. Viele Großkunden haben augenscheinlich angefragt, hier noch mehr Einfluss nehmen zu können auf die, ja, mit welchen Endpunkten in der Cloud die Session Border Controller beispielsweise sich verbinden. Und hier hat Microsoft Möglichkeiten geschaffen, die Standardauflösung, die ja eigentlich über Microsoft eigenes GeoDNS passiert, um einfach den nächsten Einsprungspunkt ins Microsoft-Netzwerk zu finden, gibt es dann hier Möglichkeiten, das Ganze auch nochmal manuell in eigene Richtungen zu lenken, wenn man so möchte. Weitere Neuerung ist das SIP-Tester-Skript sozusagen. Es ist ein PowerShell-Skript, was Microsoft zur Verfügung stellt, um Session Border Controller Verbindungen zu Microsoft Teams zu überprüfen und auch hier automatisiert Tests auszuführen. Ist ein sehr neues Werkzeug, gibt uns aber nochmal eine zusätzliche Sicherheit, ohne dass wir mit einem Benutzer oder mit einem Live-Account sozusagen was testen müssen und auch eine gewisse Nachvollziehbarkeit, um auch dauerhaft im Tages- oder Wochenrhythmus einzelne Tests auszuführen. Und der Ringback-Bot ist eine Neuerung, die Teams in der Telefonie neu dazu bekommt, hilft uns dabei, beim Rufaufbau die Stille sozusagen zu überbrücken, bis der eigentliche Klingelton ankommt. Also wie der Name sagt, es geht um ein Klingelsignal, was zum Benutzer zurückgespielt wird. Und auch hier sind Änderungen im Teams, in der Infrastruktur momentan am Laufen. Der nächste Punkt, Direct Routing Usage Reporting, ist ein Thema, was es gibt jetzt schon in Ihrer Teams Admin-Oberfläche die Möglichkeit, den Session Border Controller die Statistiken einzusehen. Hier wird Microsoft noch mehr Energie reinstecken und auch die komplette Konfiguration der Direct Routing Bestandteile, sei es jetzt Dialplan, Voice Policies, Voice Routing Policies, die ganzen Elemente, die für Direct Routing benötigt werden, auch in der Admin-Oberfläche verfügbar zu machen. Stand heute gibt es nur die PowerShell, beziehungsweise es gibt findige Microsoft-Fans, die auch eine PowerShell-GUI über diverse ja, Funktionen gestrickt haben. Aber hier wird Microsoft im Teams Admin Center das Ganze sozusagen selbst auch nachrüsten. Wir sehen hier in dem Screenshot beispielsweise die SBC-Einstellungen, die wie gesagt bisher nur über PowerShell entsprechend verfügbar waren. Hier wird sich definitiv in naher Zukunft was tun. Im letzten Screenshot die Voice Routing bzw. die Policies. Auch hier wird es in naher Zukunft eine grafische Oberfläche dafür geben. Zum Thema Infrastruktur an sich. Microsoft hat auf der Ignite bekannt gegeben, dass weitere Session Border Controller sozusagen für Direct Routing zertifiziert wurden. Die in der bisherigen Welt waren die, ich sag mal, üblichen verdächtigen Audio-Codes Ribbon vertreten, beziehungsweise auch die Oracle ACME und ja, der eine oder andere weitere. Die aus meiner Sicht größte Ankündigung hier war, dass Cisco mit ihren Session Border Controllern sich in die Microsoft-Zertifizierung begibt und hier auch dann die Möglichkeit hat, mit ja, oder die Kunden die Möglichkeit haben, mit ihrer bestehenden Cisco-Hardware zertifiziert mit Microsoft Teams zu kommunizieren. Das ist ein sehr großer Schritt aus meiner Sicht in die gute Richtung. Große Ankündigungen hat Microsoft auch im Contact Center Umfeld gemacht. Es wird im ersten Halbjahr 2020 aller Wahrscheinlichkeit nach auch fertige Produkte geben von einigen der großen Contact Center Anbietern. In dem Fall, also was wir aus Deutschland, den viele kennen, ist die Luwer aus der Schweiz beispielsweise. Genesys ist ein Platzhirsch, der sozusagen im Contact Center Umfeld immer mit dabei ist. In dem Zusammenhang wird Microsoft mehrere APIs auch zur Verfügung stellen oder in den
finalen Zustand bringen, die jetzt noch in der Preview sich befinden. Unter anderem wird es in dem Zusammenhang eine Calling API oder die fertige Calling API sozusagen geben, um Anrufe absetzen, annehmen und handeln zu können, programmatisch. Und ein weiterer Punkt, der im ersten Halbjahr 2020 auf den Markt kommen soll, ist die Presence API, also die Möglichkeit, über eine Schnittstelle der Microsoft Graph API auch die Präsenzinformationen aus Teams abrufen zu können und entsprechende Berechtigungen im Zweifelsfall auch setzen zu können. Das sind Funktionen, die Stand heute über die zugrunde liegende Skype for Business bzw. Skype for Business Online Infrastruktur noch gemacht werden, die aber irgendwann im Jahr 2021 von uns gehen wird, sozusagen. Von daher wird es Zeit, dass Microsoft hier den Hintern hochkriegt, sozusagen. Ein weiterer Punkt, der vor allem im Finanzumfeld oder auch im Healthcare-Umfeld eingesetzt wird, ist das Thema Compliance Recording. Das heißt, Teams wird zusätzlich zu den jetzt schon vorhandenen Recording-Funktionen für Meetings auch Möglichkeiten haben, hier über wieder eine neue API auch Compliance Recording zu verwenden. Die Hersteller, die hier in dem Screenshot genannt sind, sind auch in gewisser Weise die man immer zu Gesicht bekommt, wenn es um das Thema geht. Von daher wird Microsoft hier auch direkt mit den Herstellern zusammenarbeiten, um das Ganze in Teams auch zu realisieren. Auch hier wird es genau wie für das Contact Center Thema ein Zertifizierungsprogramm geben und dementsprechend können die Dritthersteller ihre Applikationen auch bei Microsoft entsprechend zertifizieren und einrichten lassen. Ein Punkt, der in dem Umfeld noch interessant ist, gibt eine Handvoll Ankündigungen von Endgeräten, die für die Benutzer neu dazukommen werden. Vor allem die Firma Poly, wie man in dem Screenshot an den roten Balken sozusagen sehen kann, hat eine Handvoll neue Tischtelefone auf den Markt gebracht. Wir werden sehen, wie sich die Geräte dann in echt anfühlen, sozusagen. Gut, dann mein letzter Block, Microsoft Teams Meeting Updates. Hier ist die Liste auch ähnlich lang. Es gab sehr viele Ankündigungen in dem Umfeld, die entsprechend sehr interessant sind. So, der erste Punkt auf der Liste, Microsoft Whiteboard, ist offiziell freigegeben, war bis vor 4 Wochen oder so noch in der Preview-Variante nur verfügbar innerhalb von Teams. Jetzt ist es fertig, das heißt, wenn Sie Teams schon benutzen und auch Meetings in Teams benutzen, können Sie jetzt das Microsoft Whiteboard direkt über einen Klick mit einbinden. Die Anwendung innerhalb von Teams hat leichte Einschränkungen, das heißt, es gibt ein paar mehr Features, wenn man die eigentliche Whiteboard-App startet, aber technisch tut es der Zusammenarbeit keinen Abbruch, sozusagen, diese kleinen Einschränkungen. Live Captions bzw. die Möglichkeit, gesprochenen Text im Meeting zu untertiteln, wurde angekündigt bzw. auch nochmal demonstriert, ist Stand heute als Preview verfügbar für Englisch. Microsoft plant auch hier eine Erweiterung auf andere Sprachen. Gibt Personen, die Non-Native Speaker in Anführungszeichen oder auch Personen mit eingeschränktem Hörvermögen, durchaus die Möglichkeit hier einem Meeting angenehmer zu folgen, sozusagen, und hier besser mit agieren zu können. Eine neue Funktionalität, die wir Ihnen noch nicht zeigen können, deswegen der Hinweis von der Marile am Anfang. Teams kennt noch keine Attendee Controls bzw. keine Möglichkeit zwischen einem Presenter und einem Teilnehmer zu unterscheiden. Auch hier hat Microsoft nachgebessert und wird das in Teams auch verfügbar machen, so wie es die Skype for Business Benutzer eigentlich schon von seit Anbeginn der Zeit kennen, und in dem Zusammenhang auch eine Unterscheidung zu machen, wer präsentieren darf und wer im Meeting was steuern darf und wer nur Teilnehmer ist. Die Integration
der Virtual Desktop-Infrastruktur, beziehungsweise im speziellen Fall Citrix und auch der Windows Virtual Desktop, nimmt langsam Formen an. Auch hier ist im ersten Halbjahr 2020 mit einer Lösung zu rechnen, um auch mit Teams, noch mit Einschränkungen, was mehrere Videostreams und Ähnliches angeht, auch hier ja, das, was Citrix sich für die Skype for Business Infrastruktur ausgedacht hat, auch auf die Teams-Ebene umzumünzen, um hier ja den Endpunkten die Möglichkeit zu geben, wenn es denn technisch Sinn macht und möglich ist, auch direkt zu kommunizieren und den Traffic nicht über die ja, Netzwerkverbindung zum Terminal-Server und wieder zurückleiten zu müssen. Die nächsten zwei Punkte aus meiner Sicht, die eigentlichen Hauptpunkte der Ignite oder im Teams-Umfeld oder in dem Telefonie-Umfeld auch am meisten Staub aufgewirbelt haben. Zum einen wird, ich fand den Tweet von einem der Produktmanager relativ nett, der ja bildlich gesprochen getwittert hat, dass er noch keine rosa Schweine in Orlando hat fliegen sehen, aber Cisco und Microsoft werden eine Interop-Lösung auf den Markt bringen, um die Hardware-Geräte von Cisco auch in Microsoft Teams-Meetings verfügbar zu machen. Hier wird Cisco ähnlich wie die bestehenden Hersteller der Cloud-Video-Interop-Lösungen einen Service bauen und den dann von Microsoft zertifizieren lassen, um hier eine ja, Interoperabilität zwischen den Welten entsprechend herzustellen. Der zweite Punkt, Guest Meeting Join mit Cisco und im ersten Schritt auch Zoom, gibt Teams Meeting Rooms die Möglichkeit, auch an anderen, ja, an nicht nativ in Teams gehosteten Meetings sozusagen teilzunehmen. War auch ein großer Kritikpunkt von vielen Großunternehmen, dass es zwar auf dem PC relativ einfach ist, hier an anderen Plattformen sozusagen teilzunehmen, aber aus dem Teams Meeting Raum heraus war es eigentlich nur möglich, in Skype oder ein Teams Meeting sozusagen zu bedienen. Hier wird auf Basis der Web-Technologien, WebRTC, die Möglichkeit geschaffen, als Gast auch in nicht nativen Meetings teilzunehmen. Das heißt, ein Teams-Raum wird in der Lage sein, ein Webex-Meeting zu joinen und auch beispielsweise ein Zoom-Meeting zu joinen, auch in der anderen Richtung, um hier, wenn auch nicht mit dem Full-Client, aber dennoch mit der sehr gut funktionierenden Web-App, entsprechend die Interoperabilität zwischen den verschiedenen Systemen und verschiedenen Welten herzustellen. Genau, hier im Screenshot sehen wir entsprechend auch zum einen das dritte Bild sozusagen, diese Web-Based Interoperability. Wenn man ganz genau hinsieht, sieht man unterschiedliche Farbgebungen. Ganz oben ist das Teams-Meeting. In der Mitte meine ich Webex mit dem Webex-Logo leicht sichtbar rechts oben und das hellblaue wäre dann entsprechend das Zoom-Meeting. So soll die Darstellung dann auf dem Raumsystem in Zukunft mal aussehen. Was die Hardware betrifft, hat Microsoft wieder eine neue Produktkategorie veröffentlicht, die sogenannten Collaboration Bars. Ist im Wesentlichen ein Stück Kamera mit einem Mikrofon und Lautsprechersystem, aber Stand heute im Gegensatz zu den Teams Rooms ohne Konsole, die auf den Tisch fest montiert wird, in dem Sinn und kann mit beliebigen Displays verbunden werden und wird auf der zweiten Seite sozusagen nur über ein Netzwerkkabel mit dem Internet und somit mit dem Teams-Service verbunden. Also hier auch für kleinere Räume, die im Zweifelsfall ja kein ganzes Raumsystem benötigen können oder der Platz einfach zu wenig ist, die Möglichkeit auch bestehende Räume hier über ein einfaches Stück Hardware zum Teams-Raum zu machen und nochmal mehr Interaktion bzw. Zusammenarbeit hier zu fördern. In dem Zusammenhang gibt es auch neue Tischgeräte, die jetzt auch mittlerweile mit den Teams-Logos bzw. mit Teams-Buttons sozusagen von den Herstellern ausgestattet werden. Die allseits bekannten Hersteller der Hardware haben hier ja, sozusagen aus jeder Ecke ein neues Gerät auch mit Teams-Logo
in dem Sinn zur Verfügung gestellt. Genau, dann bin ich sozusagen ziemlich gut in der Zeit mit meiner Präsentation durch. Wenn es von Ihrer Seite noch Fragen gibt, wäre ich jetzt bereit, die noch zu beantworten.